Ja, und da regnet es schon wieder. Außerdem brauche ich ein Zimmer für die Nacht. Ah, die beflaggte Meere. Nein, heute werde ich mich hier in diesem Regen werde ich mich nicht in der Stadt umschauen. Schnell, in die Taverne rein. Unermüdlich hier. Wo mein Atem, der lange Wind. So. Auf ins Gasthaus. Vollkommen durchnässte Verschwörung. Oh, sagt Bescheid, besser. Wenn ihr noch etwas braucht. Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch einen sauberen Becher. Gut besucht. Wirklich gut besucht. Was? Taverne. Guten Morgen. Was soll daran schon gut sein? Huh? Guten Morgen. Oh. Es ist warm. Guten Tag. Könnt ihr den Stand heute früher schließen, Mama? Leider nicht, meine kleine Fee. Noch ein Tag und das Obst wird faul. Wir müssen davon so viel wie möglich verkaufen. Und so schnell wie möglich. So. Das sagt ihr immer. Weil das immer die Wahrheit ist. Schaut nicht so müde drein. Zum Abendessen in die Taverne ja, ich bin aber müde. Und dabei wollte ich euch wieder Kohl mit Apfel servieren. Ja, meine Gott. Kleine Fee. Wir können in der Taverne zu Abend essen. Hurra! Seid gegrüßt. Ich bräuchte... Was gibt es? Was wollt ihr? Ja. Wollt mir was verkaufen? Mhm. Ja, vielleicht bräuchte ich... Nein, ich brauche erstmal nichts. Obwohl etwas Brot wäre nicht schlecht. Aber nein. Danke. Also gut. Wollt ihr was zu trinken? Ja. Nein, möchte ich also nicht. Bitte, danke. Keine weiteren Fragen. Gut. Das Kaiservolk. Mir gefällt diese Arbeit ja ganz gut, aber ich bin reif für den Ruhestand. Ich trage mich mit dem Gedanken, die Schenke an Isolda zu verkaufen. Wie dem auch sei. Was braucht ihr? Nicht so viele Informationen. Ich bräuchte auf alle Fälle etwas Wasser. Denn das Flusswasser, ich weiß nicht so recht, ist bestimmt ganz gut. Aber man weiß immer nie, ne? So, dann brauche ich ein Zimmer. Oh, wie viel? 100 Goldstücke? Oh, das ist die Hälfte meines Vermögens. Nun gut. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Gibt es hier irgendwelche Gerüchte? Habt ihr diesen Schrein von Azura gesehen? Es heißt, die Dunkelelfen hätten ihn nach ihrer Flucht aus Morrowind gebaut. Ziemlich beeindruckend. Schrein von Azura. Vielleicht sollte ich den mal anschauen. Sollte meine Ahnen erforschen, meine Brüder erforschen. Mein Elfendasein hier in Skyrim. Ich glaube zwar nicht, dass du etwas darüber weißt, aber gibt es hier irgendeinen Platz, wo man etwas über Magie erfahren kann? Hätte ich mir denken können. Leute von eurer Sorte bleiben unter sich in dieser Akademie in Winterfeste, wo sie hingehören. Ihr würdet nie auf den Gedanken kommen, von einem Nord wie dem Zauberer des Jarl etwas lernen zu können. Akademie zu Winterfeste? Wo genau ist dieses Winterfeste? Ich müsste vielleicht noch mal in die Drachenfeste rein und dort auf die Karte schauen. Nun gut. Ich zeige euch euer Zimmer hier entlang. Danke. Wo ist sie hin? Ah, da drauf. Schon lasst mich da wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Nein, im Moment nicht. Danke. Dieses Lied hier ist besonders beliebt. Es ist eines der ersten Lieder, das ich gelernt habe. Ragnar der Rote.
kam einst ein Reck Ragnar, der Rote genannt, nach Weißlauf geritten von Rorikstads Stamm. Man, keine Ruhe. Groß reden schwang er, die Klinge gezückt, er prahlte von Kämpfen und Beute Glück. Doch still ward der Rote, kein Wort mehr sagt. Ein Schild meint Mathilda, der Herz vor ihm. Habt ihr die Tür zugemacht? Ja. Ihr prahlt und ihr lügt und trinkt all unseren Met. Nun lasst uns doch sehen, ob der Tod euch wohl steht. Nun dann. Und mit lautem Klirren folgte schnell Hieb auf Hieb, bis schließlich ermattet er liegen blieb. Dann morgen früh die Stadt erkunden und zurück nach Flusswald. Vielleicht kann ich ja wieder bei Alvor dann schlafen. Denn das kann ich mir nicht oft leisten. Das kann ich mir wirklich nicht oft leisten hier. Sag mal, hier regnet's doch rein. Da ist die... Na gut, die Waldelfen, da ist auch nicht anders. Hallo? Was macht ihr in meinem Zimmer? Hallo? Also... ich weiß nicht. Ich werde mich beschweren. Ich werde mich bei der Wirtin beschweren. Von Rorikstadt-Stamm. Groß reden schwang er, die Klinge gezückt. Er prahlte von Kämpfen und Beute Glück. Doch still ward der Rote, kein Wort mehr sagt, als Schildmeid Mathilda beherzt vor ihn trat. Also, raus. Ihr prahlt und ihr lügt und trinkt all unseren Met. Nun lasst uns doch sehen, ob der Tod euch wohl steht. Ich vergesse immer mein Frühstück. Und mit lautem Klirren folgte schnell Hieb auf Hieb, bis schließlich... Ich vergesse immer ein bisschen mein Frühstück. Ein paar Karotten. Und einen Kuchen. Und dazu etwas Wasser. Liegen blieb. Gut. So, da bin ich eigentlich gerüstet. Seiner Taten erbrüstet sich mal schauen, was in den hiesigen... Dies ist eine Ode an Himmelsrands standhafte Beschützer, das Kaiservolk. Ein Froh. In den hiesigen Auslagen ist. Schauen wir mal ein bisschen uns rum. Ah, die sind noch nicht besetzt. Hier könnte es vielleicht Waffen geben. Hier Fleisch, Nahrungsmittel, hier genauso. Das war schon. Okay. Nun gut. Hier, das war ein Händler, habe ich vermutet. Mal schauen, ob er schon offen hat. Nein, der hat noch nicht offen. Und die Alchemistin? Nein, scheint später aufzumachen. Aber... Immerhin, es regnet mal nicht. Das ist doch schon mal ein Wort. Es regnet mal nicht. Was gibt es noch in dieser Stadt? Dort oben. Mal schauen. In jedem von uns sah er die Zukunft von Himmelsrand. Die Zukunft. Ein ungestülptes Boot, ein ungestülptes und da Langschiff. Ist sie, meine Freunde. Das ist das Dach. Wir sind die Kinder der Nacht. Das müsste Lovaske sein. Und wie nannten sie sich? Gefährten? Trotzdem nochmal schauen. Vielleicht kann ich hier etwas näher erfahren. Seid gegrüßt. Ihr seid neu hier. Ich traue den Neuen nicht. Man hat mir gesagt, hier wohnen die Gefährten. Wer genau sind die Gefährten? Die Gefährten sind meine Familie. Wir kämpfen, damit andere nicht kämpfen müssen. Wir bringen uns und den anderen Ruhm und Ehre. In diesem Krieg, Sturmmäntel, gegen kaiserliche, auf wessen Seite stehen die Gefährten? Das ist mir zu kompliziert. Kaiserreich, Nord, Talos. Wen interessiert das schon?
Sagt mir einfach, wen ich verprügeln soll. Seid ihr neutral? Das wäre schon nicht schlecht. Ne? Warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? Wilkas und ich sind seit Kindesbeinen hier. Unser Vater Jergen hat uns hier großgezogen. Selbst Wigner konnte sich nicht an Gefährten erinnern, die jünger waren als wir. Wilkas? Mhm. Wie kann man den Gefährten beitreten? Kotlak entscheidet, wer ein Gefährte sein kann. Also redet mit ihm. Das liegt nicht in meinen Händen. Nun gut. Danke für das Gespräch. Mhm. Danke für das Gespräch. Da hat man eine schöne Aussicht. Frühaufsteher. Ist der dieser Farkas, so hat er sich vorgestellt, oder? Hm. Nun gut, was ich bräuchte, wäre ein Bogen. Ein Bogen wäre gut. Damit kann ich umgehen. Mehr oder weniger. Natürlich, ich habe es nicht geschult, denn meine Zauber waren stark genug. Sollte ich einmal mit diesem, diesem Priester sprechen? Oder was immer der ist? In jedem von uns sah er die Zukunft. Ich möchte einmal wissen, Talos ist doch verboten. Wie kannst du hier predigen? Und ihr seid gekommen. Ihr seid gekommen, um dem Wort von Talos zu lauschen. Was genau könnt ihr mir von Talos erzählen? Hallo, mein Freund. Wenn ihr etwas über den mächtigen Talos erfahren wollt, seid ihr bei mir an der richtigen Adresse. Zu Lebzeiten war Talos ein Nord, der über unvergleichliches taktisches Geschick sowie grenzenlose Weisheit verfügte und die Macht besaß, den Menschen ins Herz zu blicken. Talos meisterte die Macht der Stimme. Mit ihrer Hilfe vereinte er die Länder der Menschen zu einem großen Reich. In südlichen Gefilden war er als Tiber Septim bekannt. Hier in Himmelsrand verehren wir ihn unter seinem richtigen Nordnamen. Seine Herrschaft war von solcher Glorie, dass er nach seinem Aufstieg in Himmel zum Fürsten der Göttlichen ernannt wurde. Falls ihr mehr über ihn wissen möchtet, ihr werdet sicher zahlreiche Bücher zu diesem Thema finden. Mich würde eher interessieren, warum die Talmor ihn verbieten. Weil der sogenannte Kaiser ein Feigling ist. Ja, ihr habt richtig gehört. Ein Feigling! Oh ja! Er willigte ein, die Anbetung von Talos zu verbieten, als er ein Altmeri-Schwert an seiner Kehle spürte. Sie nannten es das Weißgold-Konkordat. Nun, ich nenne das Blasphemie. Ein wahrer Sohn des Kaiserreiches hätte sich niemals von unserem größten Helden abgewandt. Um keinen Preis! Ich will euch mal was sagen. Cyrodiil ist weit weg. Und den Himmelsrand werden wir den mächtigen Talos niemals im Stich lassen. Hm, ihr predigt hier öffentlich. Macht ihr euch keine Sorgen, dass ihr verhaftet werdet? Sollen sie ruhig kommen. Ich fürchte mich nicht, denn Talos steht auf meiner Seite und ich bin sein Prophet. Seine Worte entspringen meinen Lippen. Seine Stimme dringt aus meiner Kehle. Der bloße Gedanke ist für unsere Elfenherren unvorstellbar. Den Himmel mit uns zu teilen? Mit einem Menschen? Ha! Sie bringen es ja kaum fertig, unsere Anwesenheit auf Erden zu dulden. Heute nehmen sie euch den Glauben. Aber was wird morgen sein? Was dann? Werden die Elfen euch die Häuser wegnehmen? Die Geschäfte? Ich bin ein Elf. Ja, sogar euer Leben. Das sind meine nächsten Verwandten. Die Altmeri. Nein, weniger als nicht. Ich stamme von den Altmeri. Die kaiserliche Maschinerie vollzieht den Willen der Talmor gegen das eigene Volk. Was ist das? Also steht auf. Steht auf. Sieht aus wie ein Tempel. Oder eine Krankenstation. Ja, eine Krankenstation. Ich halte diese Schmerzen nicht aus. Oder beides.
Wen bietet man hier an? Ist hier ein Priester oder eine Priesterin? Hier drüben. Danke. Der Schmerz lässt bereits nach. Entschuldigt. Hat er ein Schweigegelübde abgelegt? Sie scheinen hier sehr vertrauensselig zu sein. Lassen Geldbörsen... Das Fieber? Lassen Geldbörsen herumliegen, auch draußen beim Talo-Schrein. Aber der Priester ist ja eh immer da. Seid ihr Priesterin? Ihr sucht meinen Gatten Nasem? Da seht ihr am besten im Hinterteil des Jaana. Dort kriecht er derzeit für gewöhnlich herum. Nein, nicht wirklich. Nasem kenne ich nicht. Mögen die Götter euch segnen. Hier ist der Schrein. Bei wem betet man an? Wen betet man hier an? Keine Ahnung. Scheint auch niemand weiter da zu sein. Ich halte es kaum noch aus. Auf alle Fälle irgendein Gott der Heilung. Oder eine Göttin. Kommen wir vielleicht später nochmal rein.